Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Space Astronomie. Advanced. Habe ich jetzt falsch eingegeben? Advanced Genetics. Machen wir jetzt noch etwas weiter, weil es gibt noch insgesamt 2, 4, 6, 8, 9. Ja, 9 Sachen, die ich haben möchte. Da wäre uns, glaube ich, ein Scrapper gar nicht reichen. Machen wir mal besser gleich 3. Einfach bloß, weil das noch einiges sein wird. Zum Beispiel brauchen wir Fledermäuse für Fliegen und Nachtsicht. Horse für Jump. Das werde ich jetzt gleich als erstes suchen, weil da haben wir ja da hinten welche. Horse für Jump, dann Ocelots für Avoid Creeper und Speed. Was haben wir noch? Pigman braucht man für Swim in Lava, Iron Golem für mehr Herzen und Spider für Klettern. Und Squid für Unterwasser atmen. Wenn wir uns erstmal vom ersten Pferd wieder so. War wieder 30, wie ich bei dem Schaf gemacht habe. Okay, das waren jetzt etwas zu viel, aber egal. Dann schauen wir gleich noch, dass wir so einen Squid erwischen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, die sind eigentlich leicht zum Farmen. Weil die nicht weg können. 15. Ah, jetzt habe ich ihn leider verloren. Jetzt hat. Sollten jetzt halt, ja, 33, das reicht auf jeden Fall. Damit hätten wir die Squids schon mal für Unterwasser atmen. Ocelots, Spiders, Bats und Iron Golems und Pigmen. Ja, es wird gleich noch dauern, bis wir die haben. Ocelots gehen dann noch einigermaßen, Spinnen auch, die kann ich in der Nacht farmen. Iron Golem, da brauche ich genügend Eisen, dann habe ich den auch. Oder ein großes Dorf. Wobei in einem großen Dorf, dann greift er mich an. Okay, packen wir als erstes mal die rein und schmeißen den Rest weg. Ja, vielleicht nicht unbedingt daher, wo ich jetzt das ganze restliche Kupfer erstmal rauslasse, bis das da drüben ein paar durch hat. Ja, und Pigmen, da brauchen wir erstmal Obsidian. Obwohl wir das eigentlich auch recht schnell machen können. Obsidian fällt mir gerade ein. Da brauche ich bloß hier rüben die drei Wassereimer. Nehmen wir uns hier mal drei Wasser mit. Ah, habe ich die Teile natürlich wieder eingesammelt. Na, okay, es funktioniert bloß, wenn man nichts in der Hand hat. Und es hält jetzt nicht so lang, weil Fleisch zum Beispiel hält ja ewig lang. Aber das hält jetzt leider nicht so lang. Aber ist ja egal. Und mit dem Wasser habe ich jetzt halt vor. Das platziere ich jetzt einfach in den Ecken. Ist der schon wieder out of fuel. Das hat er es gar nicht so weit geschafft, Mist. Das platziere ich jetzt einfach hier in den Ecken. Damit das runterläuft und unten dann mit der Lava zusammentrifft, wenn welche auftaucht und daraus dann Obsidian formt. Wird zwar ein paar Lecks vielleicht verursachen, wenn da Wasser die ganze Zeit runterläuft, aber naja. Heute ist ausgestellt gehabt oder gar nicht erst ein. Minimap. Show FPS ist doch an. Ah, oben drüber, nicht unten drunter. Ich habe jetzt die ganze Zeit unten drunter geschaut. Okay, dann brauchen wir da noch mal kurz Kohle. Da haben wir ja zum Glück noch einiges. Okay, so viel ist das eigentlich auch nicht mehr. Hier ein halber Stack. Okay, und hier haben wir noch etwas mehr. Nehmen wir mal einen Stack mit, schmeißen den rein. Dann schauen wir mal, wie weit die kommt.
Weil ab jetzt sollte sie ja hoffentlich unten auf Kohle treffen. Hier war nichts mehr, das ich mitnehmen konnte, oder? Unterirdisch vielleicht, dass ich, wenn ich da unten hingehe. Hört sich zwar schmerzhaft an, aber verursacht keinen Schaden. Das finde ich echt super. Vielleicht finde ich ja hier unten in irgendeiner Höhle schnell eine Fledermaus. Schön wäre es ja. Auch wenn ich es bezweifle. Das Eisen könnt ihr auch gleich mitnehmen für den Iron Golem. Dann wird eigentlich somit das Schwierigste bloß noch später die der Ocelot sein. Okay, die Fledermaus wird jetzt auch nicht unbedingt einfach, weil die muss man auch erstmal finden, aber trotzdem. Die ist trotzdem noch einfacher als der Ocelot. Vermute ich jetzt einfach mal, obwohl ich jetzt momentan auch keine Fledermäuse finde. Okay, das hätte ich dann hinten auch machen können, wo ich die zwei stehen hab lassen, weil sie zu nah an der Lava dran waren. Das habe ich gleich mal ganz übersehen. Oh Mann, jetzt sind wir schon wieder beim Farmen. Oh, wie weit will ich noch runter? Jetzt hat. Da lang. Nehmen wir das auch gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Da können wir die zwei mitnehmen. Da haben wir auch noch einiges an Eisen. Da drüben, das werden wir aber nicht kriegen. Da ist noch Eisen. Wäre echt schön, wenn wir den Eisengolem hinkriegen. Ah, noch. Dann hier, glaube ich, müssen wir entlang. Hier geht es wieder raus. Okay, also hier finden wir schon mal keine Fledermaus auf die Schnelle. Können wir ja schauen, ob wir vielleicht in der Oberwelt was finden, aber ich glaube jetzt auch nicht. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, der Fallschaden, ob der nicht dann abhängig ist von wie viel Nahrung man hat, dass dadurch dann halt einfach bloß mehr Nahrung verbraucht wird. Das könnte natürlich auch sein. Wäre nicht so schön. Die Query, Query sage ich. Turtle, naja. Ein, zwei Reihen mehr wird es schon haben. Und damit bin ich wieder voll. Also, das mit einfach Rechtsklick, weil das kann man auch während dem Laufen machen, ist echt praktisch. Dann schmeißen wir hier doch mal wieder Eisen rein. Da unten. Oh, jetzt muss ich schon wieder alles einfach irgendwo reintroppen. Das ist so nervig. Ich will ja hier alles mitnehmen können und gleich da reinmachen. Brauche ja bloß 8 für eine Truhe. Ja, es wird dringend Zeit, dass wir irgendwie mal ein ME-System dann bauen. Welche brauche ich? Squid? Das ist bloß Organic Drop, das brauche ich nicht. Nehmen wir die schon mal, packen die da hin. Die lasse jetzt einfach mal weiterlaufen, bis wir da einigermaßen was zusammen haben. Vor allem da ich... Na, was brauche ich bloß einmal. Passt. Ja, aber das ist schon wieder ein Basic. Wenn mir nicht alles täuscht. Werden wir jetzt gleich sehen. Basic. Na komm.
Basic, ja. Kommt wieder weg. Sind auch beides basic. Ich hoffe mal, dass Pferde halt nicht extrem schwer sind, dass man das bekommt. Ich habe zwar jetzt halt wie viel 32 mitgenommen, aber das dauert halt trotzdem. Ja, da haben wir ein anderes. Und schon wieder ein Basic. Basic. Das ist schon mal Jump, genau was wir haben wollen. Jump. Schauen wir doch mal, wie viel wir brauchen. Das hier müsste reines Jump sein. Alles Basic. Jump. Wie viel brauchen wir? 16 natürlich. Da haben wir reines Jump. Nochmal ein reines Jump gehen. Ah, 15 Stück noch und hier sind auch nochmal 6 Stück drin. Schon wieder ein Basic. Es nervt, dass ich nicht den Autoding hernehmen kann, weil der macht das ja irgendwie blöd, den Autosplitter. Weil der hat ja vorhin total bescheuertes auseinander gemacht. So wie ich es nicht brauchen kann. Nochmal reines Jump. Jump. Hier sollte auch gleich was ankommen. Jetzt dann das da wieder rein. Das hier. Das hier. Die hier mit rein. Ich hoffe, da wird es auch jetzt wieder jeweils 2 Stück. Ja, zum Glück. Da haben wir einen Jump mit dem anderen zusammen. Da gehen uns langsam die Dinge aus. Okay, ausgehen jetzt nicht, aber es werden halt langsam weniger. Jump. Wieso macht der nicht weiter? Weil er nicht genug Strom hat. Also mal so schon wieder an der Grenze angelangt. Mist. Ja, ich lasse jetzt gerade auch volle Kanne auf Dauerbetrieb laufen, alles. Alles nur Basic. Damit hätten wir schon mal die Hälfte erledigt. Ist ja schon mal etwas. Die anderen laufen doch gar nicht, oder? Und sind voll. Der verbraucht wahrscheinlich jedes Mal so extrem viel pro Durchlauf. Schon wieder ein Basic. Okay. Jetzt steigt es wieder komplett an. Und wie weit fällt's? Gar nicht. Jetzt läuft es anscheinend durch. Weil der hier wieder komplett voll ist. Oder wie? Na, jetzt fällt es wieder. Okay, also das ganzen Maschinen alle auf Dauerbetrieb laufen, funktioniert doch nicht so wie gedacht. Schade. Bräuchten wir noch ein oder zwei Windkrafträder mehr.
So, haben wir noch mal eines. Die sollten auch fast alle durch sein. Da haben wir noch mal eines, passt. Dann lasse ich jetzt die schon mal wieder durch. Sollte man eigentlich noch mal ein paar Kisten bauen. Zwei Stück. Damit ich dann meine restlichen, wie heißen's, so 3, 4, 5. Damit ich dann alle Gene hinten einfach mal so offscreen durchlaufen lassen kann. Weil der Server läuft ja weiter. Da muss ich vorhin halt irgendwie, keine Ahnung, eine große Kiste oder so dran machen. Die kann weg da. Das kommt dafür damit hin. Hier einmal so. Ja, klasse. Wenn hier oben drauf die Truhe kommt, geht nicht. Da bräuchte ich mehr Kabel. So viel habe ich nicht. Kommt die wieder weg. Haben wir noch mal drei Zellen. Das brauchen wir. Und dann wieder ewig nichts. Hier hinten das für Jump. Jump möchte ich jetzt schon noch fertig bekommen. Die zwei. Schauen wir mal, das ist wieder was, das ist was, das ist was. Das, das und das. Hier wieder eines rein. Ich glaube, das reicht dann schon. Na, eines brauche ich noch. Das kommt aber. Da kann ich ja hier schon mal aufhören. Dann habe ich schon mal alles erreicht, was ich brauche. Mit dem hier unten. Sollte jetzt alles erreicht sein. Dann können hier schon mal die Squids rein. 14. 4. Das, das. Die hier, das hier. Das hier, das brauchen wir auch schon nicht mehr. Okay, und jetzt werden hier langsam die Squids durchgemacht. Die können wir wieder hier oben verbinden. Nehmen uns hier mal das Eisen raus. Einen Kürbis habe ich, glaube ich, auch nicht, oder? Doch, eigentlich müsste ich einen Kürbis haben. Weil ich habe doch extra welche abbauen sollen für irgendeinen Quest, oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Waren das wirklich bloß die Melonen? Mist. Ja, sonst hätte ich noch schnell das Zeug vom Ding farmen können, vom Golem. 4 Stück brauche ich dafür. Wo haben wir denn Kürbisse in der Nähe? Haben wir das? Hier unten sind welche. Ganz da unten. Ja, das ist mir aber etwas zu weit im Moment noch. Aber jetzt gleich sollte es hoffentlich einfacher gehen, wenn ich das zurück habe. Weil dann kann ich einfach höher springen und somit weiter gleiten. Jetzt hat, nehmen wir uns gleich wieder Blut ab. Das kommt hier schon mal wieder rein. Kann ich so hoch springen, dass ich rein theoretisch dadurch Fallschaden bekommen würde. Okay, ich glaube, auf Dauer könnte es echt nervig sein.
Aber ich komme damit recht weit jetzt auf Anhieb. Und für einen Anfang kann man es ja mal hernehmen. Später braucht man es ja nicht mehr, da kann man es ja wieder entfernen. Und genau aus dem Grund wollte ich das jetzt halt. Den Vollschaden vor allem, weil dann kann er einfach runterfallen und mir passiert nichts. Nehmen uns gleich mal zwei mit. Einen machen wir daraus Seeds, die können wir anpflanzen. Ups. Nehmen wir uns auch noch Crafting mit. Brauchen wir, glaube ich, aber gar nicht, oder? Weil Infinitiv Milk oder so. Na. Nehmen wir nicht mit. Das bringt ja nichts. Der Jump Boost hier regeneriert sich auch immer wieder. Muss ja so sein. Weil wir es ja direkt auf uns angewendet haben, also kann es ja gar nicht anders sein, als dass er sich nicht regeneriert. Als dass er sich regeneriert, meine ich. Einzige, was nervig sein kann jetzt, ist, wenn ich hierin irgendwie versuche, hier allein schon hochzuspringen und jedes Mal so ewig weit fliege. Dann bauen wir uns doch mal unseren Eisengolem noch schnell. Naja, der wird hier eh rausrennen. Und er ist draußen. Und er ist wieder drin. Und er ist schon wieder so halberts draußen, halberts drin. Zum Glück hat er so viel Leben. Der kann von mir aus jetzt da einfach rumrennen. Damit hätten wir auch schon mal 30 vom Eisengolem. Packen jetzt mal hier die alle rein. Das waren jetzt, was war das? Squid unter Wasser atmen. Dann schlafen wir mal. Ich kann mal hier rüben abhaken, was wir schon erledigt haben. Das Pferd zum Beispiel. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Zwei Stück, die länger sind. Zelle für Squid. Jump brauchen wir nicht mehr. Waterbreathing, Jump und Jump kann weg. Ja, Squid scheint anscheinend recht nachgiebig zu sein. Oder wie sagt man? Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Vielleicht funktioniert es ja wieder 16. Aber, naja, die ersten paar, wo ich jetzt habe, sind eigentlich alle, bis auf jetzt das hier. Das ist das erste, das nichts hat. Aber der Rest hier ist immer mit Waterbriefing. Wie viel habe ich denn jetzt hat schon? Ich brauche 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht schon. Ich habe schon alle, die ich brauche. Das hier. Hä? Ah, die müssen erstmal hier durch. Die hier unten kommen rein. Das ist schon wieder das Falsche. Das kommt da mit rein. Dann kriegen wir es in dieser Folge noch hin, dass wir unter Wasser atmen können.
Squid Skins können weg. Dann kann ich hier schon mal die Iron Golem reinlegen. Water Breathing. Ups. Ja, genau das habe ich gemeint mit, das wird lustig. Weil ich dann die ganze Zeit durch die Gegend fliege, ungewollt. Also ich glaube, das werde ich mal wegmachen, wenn ich dann fliegen kann, aber jetzt im Moment kann man es ja mal drin lassen. Die sind durch alle, also muss ich bloß noch hier aufpassen kurz. Damit müssten wir jetzt halt, ja, mehr als die Hälfte haben. Eins, zwei. Ich glaube, jetzt habe ich eins zu wenig. Mist. Das da hinten waren. Haben wir da noch eins dabei? Nein, 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 nein. Müssen ja doch mal die Zellen rein. Ich glaube, ich habe mich ja zum Eines verzählt. Oder? Selbst wenn nicht, ist ja auch egal. Da ist noch eins. Also geht's dann genau auf am Schluss. Oder? Also das hier ist schon, aber normal nicht. Brauchen wir noch einmal das. Das muss hier noch einmal durch mit Waterbriefing. Na komm. Jetzt hat das hier noch mit rein. Ups. Dann können wir uns das Teil gleich herausnehmen. Hier mit dazu packen. Na, das habe ich von den Pferden nicht übernommen, dass ich einfach hochgehen kann. Schade. Weil Pferde können ja über so eins hohe Blöcke einfach drüber latschen, ohne dass sie springen müssen. Nehmen wir uns auch gleich wieder Blut ab. Packen es hier wieder kurz rein und dann gleich drüben und dann schauen wir mal mit Unterwasser atmen. Und unsere Luftblasen bleiben da und verschwinden nicht. Juhu. Hier auch, oder? Ja. Somit können wir jetzt unendlich lang unter Wasser bleiben. Na, ist nichts da. Keine Anzeige dafür. Schade. Oh, du hast jetzt hat Schaden bekommen. Wahrscheinlich, weil ich in die Wand reingesprungen bin. Okay, gut. Damit war es das wieder für die mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.